Gott. Ich habe Sophie immer gesagt, dass der Typ total krank ist. Der ist doch zu allem fähig. Sie wurde gestalkt, richtig? Ich habe gesehen, dass sie auf bestimmten Internetseiten aktiv war. Ich kenne nur seinen Vornamen. Jörg. Sophie hat ihn vor ein paar Monaten beim Weggehen kennengelernt. Hat ihn danach mit hier in die WG genommen. Für Sophie war das Ganze halt nur ein One-Night-Stand, aber für ihn nicht. Und hat sie die ganze Zeit mit Anrufen bombardiert und ihr SMS geschrieben. Und hat sie nicht mehr in Ruhe gelassen. Sophie hat geglaubt, das legt sich irgendwann wieder, aber... Der Jörg hat immer weitergemacht. Der war völlig psycho. Und als er dann gecheckt hat, dass sie nichts von ihm will, da ging das Ganze mit Drohungen los. Und Sophie hatte irgendwann so Schiss, dass sie sich eine neue Handynummer besorgt hat. Deswegen habe ich auch nichts auf ihrem Handy gefunden. War danach der Schluss? Nö, im Gegenteil. Fing das Ganze erst richtig an. Der Kerl hat sie aufgelauert und die ganze Zeit stand er vor unserer Tür, jeden Tag. Ist sie deswegen auch hier ausgezogen? Ja, sie hatte irgendwann total Schiss und Panik. Hat sich im Hauptbahnhof sogar so ein Klappmesser besorgt, um sich im Ernstfall verteidigen zu können. Ich verstehe nicht, warum deine Freundin nicht zur Polizei gegangen ist. Sie meinte, da kann man nichts machen, solange ihr nichts passiert. Ja, da hätte man schon was machen können. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe den Kerl, diesen Irren, sogar dabei gefilmt, wie er dann da stand vor unserer Haustür. Haben Sie die Aufnahmen noch? Ja, habe ich bestimmt noch. Ich muss mal gucken. Hier. Ja, Thomas! Hast du Fieser, wenn ich die Polizei rufe? Doch mal auf! Ja, bist du Polizei, ich will dir doch nur die Blumen bringen, das ist doch alles! Geh doch endlich weg! Welche Trinke? Guck doch mal die schönen Blumen! Die will ich nicht! Mach doch bitte die Tür auf! Oh, Anna! Mann, Sophie, du musst was machen! Ich will nur die Blumen bringen, mehr nicht! Nein, will ich nicht! Sag mal kurz. Ich komme mir irgendwie bekannt vor. Kenn ich irgendwoher? Vorher kenne ich verdammt nochmal diesen Typen. Macht an sich zugehört. Gehen Sie bitte weiter, Alter. Sie auch. Na klar, der stand bei den Schaulustigen. Wie dreist kann man sein? Das heißt, er wusste von Sophies neuer Wohnung. Ja, der hat hundertprozentig was mit ihrem Tod zu tun. Wissen Sie sonst wirklich gar nichts über ihn? Also Nachname, Arbeitsstelle, irgendwas? Nein, aber wenn Sie wollen, können Sie in Sophies altes Zimmer. Da liegen noch 1000 Geschenke und Briefe von dem Kerl. Ja. Sophie wollte eigentlich am Samstag kommen und alles entsorgen. Hast du Handschuhe dabei? Sehr gut ausgerüstet, der Mann. Mhm. Kein Name, keine Adresse, nichts. Jeden Tag hat sie Post von ihm bekommen. Spürst du nicht, dass wir Seelenverwandte sind? Wir gehören zusammen. Vom Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Was geht denn vor in diesem kranken Typen? Ja, das wüsste ich auch gerne. Wir werden natürlich alles hier auf Spuren untersuchen lassen. Vielleicht haben wir Glück und finden was. Ach so, Sie haben erwähnt, dass Sophie eine neue Handynummer sich zugelegt hat. Die alte wissen Sie doch bestimmt noch, oder? Mhm. Perfekt. Können Sie mir die aufschreiben? Ja, bitte. Hier. Ja, danke. Hast du denn gestern noch mal mit deiner Ex gesprochen? Ja, Julia wollte allein sein und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh darüber. Was? Ja, Alex, was soll ich ihr denn sagen? Du weißt doch selbst, wie das ist. Ja, vielleicht musst du ja gar nichts sagen. Vielleicht reicht's ja schon, wenn du einfach für sie da bist. Ja, das schon, aber ehrlich gesagt würde ich sie am liebsten erst wieder treffen, wenn wir diesen Stalker gefasst haben. Dann gibt's wenigstens was zu reden. Ja, wenn der überhaupt was mit dem Tod des Mädchens zu tun hat. Ich frag mich echt, wie du überhaupt in das Apartment gekommen sein soll. Ganz einfach. Der ist eingebrochen. Hier, Bericht der Spurensicherung. So wie es aussieht, kannte er sich gut mit der Schließtechnik aus. Damit wissen wir auf jeden Fall, dass unser Stalker tatbeteiligt war. Die Fingerabdrücke an der Tür stimmen mit denen auf den Liebesbriefen überein. Ja, und mit dem am Griff des Messers. Das heißt, er hat Sophie mit ihrem eigenen Messer verletzt.
Sind die Abdrücke denn bei uns gespeichert? Leider nein. Julia. Hey, na? Ja, klar, selbstverständlich. In welchem Hotel bist du denn? Ja, ich bin so in 15 Minuten bei dir. Gut. Ciao. Ja, sie ist völlig fertig. Ich muss da mal hin. Also, bis dann. Bis nachher. Ihr seid euch also sicher, dass dieser Stalker was mit ihrem Tod zu tun hat? Die Spurenlage ist eindeutig. Und Sophie hat nie was von diesem Jörg erwähnt? Aber wir hatten ja auch nicht so viel Kontakt in letzter Zeit. Ich war noch bis letzten Monat in Afghanistan. Und, was ist mit Sophies Vater? Könnte der was wissen? Thomas ist vor 3 Jahren gestorben. Autounfall. Tut mir leid. Wahrscheinlich hat Sophie mir deshalb nichts von ihrem Problem erzählt. Sie wollte mich nicht zusätzlich belasten. Kinder sind da oft sehr sensibel. Ich wette, mein Sohn erzählt mir auch nicht alles. Du hast einen Sohn? Ja. Mike, der ist 19. Aber du wolltest doch nie Kinder. Ja, das war auch nicht geplant, aber ich bin sehr froh, dass es passiert ist. Echt toller Junge. Also, das Beste, was mir passieren konnte. Entschuldigung, verdammt, das hätte ich nicht sagen sollen. Hey, tut mir leid. Oh. Fühlt sich an wie früher. Wie ist diese Kneipe in der Altstadt noch? Ja, du meinst die Pille? Mhm. Hey, das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Sorry, da muss ich kurz ran. Ja, Naseband? Wann? Okay, sag Robert Bescheid, ja? Ich fahr da auch hin. Ja, ciao. Der Verdächtige ist in Sophies alter WG aufgetaucht. Ich muss da hin. Klar. Kommst du dann auch wieder? Als ich vorhin hier reingekommen bin, da stand er da auf einmal im Badezimmer. Ich habe echt einen Schock meines Lebens bekommen. Ich bin total fertig. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie der überhaupt hier reingekommen ist. Ja, ganz offensichtlich ist er eingebrochen. Genauso wie in Sophies neue Wohnung. Wissen Sie, was der hier gewollt haben könnte? Keine Ahnung. Als ich vorhin ins Bad gegangen bin, stand er auf dem Badewannenrand und hat sich zum Türrahmen hochgebeugt und... Ich habe ihn gesehen und hat er sich total erschrocken, ist runtergesprungen, hat mich zur Seite geschubst und ist abgehauen. Ja, dann gucken wir doch mal, was er da gesucht haben könnte. Was haben wir denn hier? Eine Minikamera. Hat uns die ganze Zeit beobachtet? Dann wollte er die wahrscheinlich gerade abholen, bevor wir sie sehen. Ja, ganz genau. Vielleicht können unsere Techniker noch feststellen, wohin die Bilder übertragen wurden, aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier noch mehr von den Dingern finden. Der Typ ist echt krank. Selbst in der Küche der WG hat er eine Kamera versteckt. Ja, kein Wunder. Dass er wusste, wo das Opfer hinzieht. Der hat sie auf Schritt und Tritt überwacht. Jungs, hier. Ein Fax vom Handyprovider. Ich glaube, wir haben den Typen. Das Mädel hat in den letzten Monaten bis zu 60 Anrufe am Tag bekommen. Hier, guckt euch das an. Auf wen läuft der Anschluss? Das ist eine Handynummer. Die gehört einem Jörg Schumann, Ahornstraße 82. Hier. Danke. Ich hol Michi, ab und fahr gleich mal hin. Wo ist er denn? Wieder im Hotel bei seiner Ex. Okay. Bis später. Keine einfache Geschichte für die Frau und für Michael auch nicht. Mein Herr, das ist heute und nicht morgen. Fräulein. Guten Tag.
sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Nasebahn, mein Kollege Ritter. Wir sind auf der Suche nach einem Jörg Schumann. Seine Nachbarn sagten, er soll hier arbeiten. Ja, der sollte eigentlich auch hier arbeiten. Und zwar seit 10 Minuten. Was hat er denn ausgefressen? Immer ein paar Fragen an ihn. Wenn der hier aufkreuzen sollte, hat er keine Zeit für Gequatsche. Na endlich, Jörg! Die Polizei sucht dich! Was ist denn, Herr Schumann? Stehen bleiben, ey! So, jetzt reicht's. Hände aufs Dach, hier los! Aber ich hab das doch nicht gewollt. Ich wollte doch nur mit Sophie reden. Ach, Sie wollten nur reden, ja? Sie hat mich die ganze Zeit abgefilmt. Das war die schönste Nacht, die wir hatten. Die schönste Nacht meines Lebens. Aber nicht für das Mädchen. Sie war nur ein One-Night-Stand, verstehen Sie das? Aber Sophie war doch meine große Liebe. Ich hab sie über alles geliebt. Und weil Sie sie so geliebt haben, haben Sie sie aus dem Fenster geschubst, oder wie? Reden, Sophie. Einfach nur reden. Hilfe! Ah! Sophie, so läuft das nicht. Du kannst mich nicht einfach benutzen und dann wegwerfen wie so ein gebrauchtes Taschentuch. Ich will nichts von dir, ich liebe dich nicht. Bist du dir sicher, dass du mich nicht liebst? Hm? Du bist doch irre. Nein, ich bin nicht irre. Sophie, ich bin nicht irre. Ich weiß genau, was ich will. Und wenn ich dich nicht haben kann, dann soll ich auch kein anderer haben. Sophie ist doch selber schuld. Sie hätte mich einfach nicht provozieren dürfen. Provozieren? Wenigstens war ich der letzte Mann in ihrem Leben. Hör auf! Mann, sieh reine Vogel. Sonst rast dich aus. Alter, rein hier los. Genau. Ruhig gut, Kollege.